Nächste Woche ist es soweit. Auf einem Sonderparteitag in Linz entscheidet sich, wer die SPÖ in die Wahl führen wird. In jedem Fall gibt es aber einen Machtwechsel. Die noch amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat bei der Mitgliederbefragung das Nachsehen. Über die Geschehnisse der letzten Tage spreche ich jetzt mit Erich Vogel, Innenpolitikjournalist der Krone. Herzlich willkommen. Sehr gern. Sehr schön. Sprechen wir zuerst, bevor wir uns der SPÖ widmen, über die Geschehnisse in Salzburg. Jetzt ist es ja hochoffiziell. Salzburg bekommt eine schwarz-blaue Landesregierung und der Salzburger Krone-Chefredakteur Klaus Pandi hat es heute auch schon in einem Kommentar beschrieben. Wilfried Haslauers Stern sinkt, Swazeks Stern, der steigt auf. Sind das jetzt Vorzeichen für eine Zeitenwende? Also wenn man die beiden Personen sieht, ja, natürlich auch rein biologisch. Der Herr Haslauer ist glaube ich, 67. Dass der nicht mehr 30 Jahre erstrahlen wird als Salzburger Lichtgestalt, ist klar. Aber es zeigt sich auch, dass eine Zeitenwende herantreut, weil eben der Herr Haslauer als jemand gilt, der auf keinen Fall mit den Rechten kann oder konnte. Und jetzt aus machtstrategischen Gründen, er nennt es dann halt, wir wollen was weiterbringen fürs Land. Durchaus okay, ja. Sagt er, er geht diese Koalition, diese ungeliebte Koalition, muss man sagen. Ja. Also diese mehr zutiefst zuwider als alten christlich-sozialen kann er nicht mit den Rechten. Ja. Das ist aber im Sinne des Landes, so wie er sagt, dass man was weiterbringt im Bereich Pflege und was auch immer. Mit der SPÖ hätte er gehabt, ein Mandatüberhang. Da brauchen nur zwei einmal Schnupfen haben und du kriegst kaum was weiter, hast lauter Misstrauensanträge. Also ja, stimmt. Diese Conclusio vom Kollegen Pandi stimmt definitiv. Der Stern ist am Sinken, war aber auch schon vorher und jetzt sinkt er umso schneller, weil er sich mit den Rechten eingelassen hat und die Frau Swazek. Andererseits muss man sagen, die gilt schon als Rising Star unter den Blauen. Die ist, also wenn man sich anschaut, das Personal der FPÖ, das ist sehr männerlastig, muss man sagen. Da gibt es kaum, fällt mir jetzt kaum jemand ein, als weibliche Alternative, ja, vielleicht für die Frau Fürst, ja, die hätte sollen als Kandidatin einspringen im Bundespräsidentschaftswahlkampf, wollte aber aus privaten Gründen nicht. Also so richtig auffällig ist nur die Frau Swazek, die ist durchaus ein politisches Talent und auch nicht so radikal wie vielleicht manche Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Partei, wenngleich sie inhaltlich natürlich auch kaum was trennt von denen. Mhm. Man hat ja das Gefühl, dass sich der Landes-ÖVP-Chef Haslauer jetzt noch immer verteidigen muss. Er hat sich schon verteidigt. Jetzt verteidigt er sich ja noch immer weiterhin, dass er diese Koalition eingegangen ist, oder? Ja. Bezeichnend dafür ist die, wie heute gesagt, gleich zu Beginn, wir haben eine Präambel verfasst, dass wir uns ordentlich verhalten im Sinne von Weltoffenheit, Menschenrechten und so weiter und so fort. Das hat zuletzt gemacht der Herr Schüssel mit dem Jörg Haider, ja, als die im Jahr 2000. Da hat man auch eine Präambel aufgesetzt, dass man der Welt erklären musste oder wollte, ja, wir sind jetzt eh keine Diktatoren oder Rassisten oder was auch immer. Den Wortlaut habe ich immer im Kopf. Aber das hat mich an das erinnert, dass der Haslauer hat sich hingestellt und gesagt, Präambel, ich hole zwar die Rechten rein, das taugt mir nicht, aber wir haben uns alle dafür verpflichtet, auch das war auch ein Signal an die linke Wählerschaft, vor allem im künstlerischen Bereich, Salzburg, Kunststadt, brauchen wir nicht reden länger darüber. Schaut's her, ich hole die zwar rein, aber ich domestiziere sie, unter Anführungszeichen, ja, dass da nichts Bösartiges passiert. Also gab es in den letzten Tagen auch durchaus viele kritische Stimmen. Absolut, ja. Wie stark ist denn die FPÖ jetzt bei der Ressortverteilung mit eingebunden oder vertreten? Ja, man hat, es wurde eh schon mehrfach gesagt, also die Frau Swazek hat unter anderem auch die Jagdagenten übernommen. Ja. Lachen wir in Wien vielleicht, aber in den westlichen Bundesländern ist das durchaus interessant. Sie selber ist auch Jägerin, das ist auch unüblich für eine Dame ihres Alters. Dann haben sie auch den Wohnbereich, Sozialbereich. Also vor allem das Wohnen finde ich spannend, weil Wohnen war ja das zentrale Wahlkampfargument, um die Kommunisten zu wählen letztlich. Der Kollege hat ja allein mit dem Slogan, Wohnen muss ich wieder leisten. Also ja, es könnte jeder von uns noch drei Minuten irgendwo nach der Toilette einfallen, ja, so ein Spruch. Aber mit dem Spruch allein, mit dem Slogan, mit der Forderung hat der gute Mann
über 20% errungen. Und das hat natürlich der Regierung zu denken gegeben, allen voran dem Herrn Haslauer, der sagt, okay, da muss man was tun, weil die Leute strafen uns ab, wenn sich die das Wohnen nicht mehr leisten können in Salzburg. Und Salzburg ist wirklich sehr teuer. Wenn man dort einmal gelebt hat, so wie ich, dann kann man, also gerade Stadt Salzburg, irgendwo im inneren Bereich, das ist schon allerhand, ja, würde man sagen. Und was Haslauer geschickt gemacht hat, finde ich, er hat die Wohnagenten der FPÖ übertragen. Das ist ein ganz schwieriges Thema, bis du da mal eingreifen kannst, dass sie das reglementiert, dass das wieder mal das Wohnen leistbarer wird. Das ist ein sehr komplexer Vorgang. Du kannst jetzt nicht sagen, per Gesetz, so jetzt runter mit den Mieten auf so und so viel. Das wird sich schwer durchsetzen lassen. Und jetzt lässt du mal die Blauen da rumwerken. Und wenn das gut geht, dann kann er sagen, ja, die Regierung hat das geschafft, schaut's her, super, toll. Und wenn es daneben geht, sagt er, na ja, du schaust, die Blauen, die waren jetzt doch nicht so gut, wie ihr alle glaubt habt. Also es war ein guter Schachzug, ja, würde ich meinen. Also da kann man wahrscheinlich in 5 Jahren gerade mal ein bisschen was bewegen. Ich hoffe früher für die Menschen, die dort leben, ja, aber es ist natürlich schwierig. Wir sehen das auch in anderen Bereichen in Österreich, dass mit diesen Mietpreisbremsen, was da für Diskussionen gibt, ja, nein, Eingriff in den Markt, ja, nein. Also es ist ein ganz schwieriges Thema und das hat Haslauer dezent den Schwarzen rübergeschoben. Man muss aber auch sagen, die Blauen werden das Projekt übernehmen oder das System übernehmen aus Oberösterreich, wo das ganz gut funktioniert, wo eben der Herr Heimbuchner schon länger mit den Schwarzen regiert. Und die haben das dort relativ erfolgreich, ein Wohnmodell, ein leistbares, implementiert. Also was ich gehört habe, wird das auch die Frau Schwarzig von dort übernehmen. Und für Aufregung sorgt auch die Ressortverteilung, was das Thema Integration betrifft. Das ist jetzt auch bei der Frau Schwarzig. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wird da also bald ein rauerer Wind in Salzburg herumfegen? Davon ist auszugehen. Ja, also wenn man kennt ja die Sprüche Deutschpflicht in Schulhöfen oder so, das kommt aus Oberösterreich. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frau Schwarzig da auch einmal in diese Richtung tendieren wird. Wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich der Herr Haslauer verhält diesbezüglich. Ich traue aber der Frau Schwarzig eher wie soll man sagen, einen umgänglicheren Ton zu und etwas Verbindlicheres als ihren Kollegen in Niederösterreich vor allem. Wird spannend sein, aber sie wird natürlich, man darf nicht vergessen, sie ist trotzdem eine durch und durch FPÖ-Dame, die alle Werte von denen vertritt und das könnte noch interessant werden. Stichwort Niederösterreich, da war ja das Corona-Thema bzw. die Corona-Wiedergutmachung ein großes Thema für die Blauen. Wird das jetzt in Salzburg auch ein Thema spielen? Nein, das schließe ich aus. Also ich glaube, Haslauer wird sich für sowas, ja, also ich habe jetzt irgendwas verschlafen den ganzen Tag, aber ich glaube nicht, dass Haslauer sich für sowas hergeben wird. Aber abgesehen davon bin ich mir nicht einmal sicher, ob das rechtlich alles gedeckt ist, aber das ist wieder eine andere Diskussion. Also für solche populistischen Geschichten gibt sich, obwohl Haslauer hat auch schon mal gesagt, die Wissenschaftler sind im Suspekt. Ausschließen würde ich gar nichts, aber ich glaube es nicht. Also diese Diskussion, die schenkt er sich jetzt nicht mehr ein. Wir sprechen jetzt über die SPÖ noch mal genauer am Parteitag. Da soll es ja zum großen roten Showdown, zu einer Kampfabstimmung kommen. Dann wird endlich klar sein, wer die Partei hoffentlich in die Nationalratswahl führen kann und soll. Denkst du, kann da dann endlich auch was Positives rauskommen, wenn endlich klar ist, wer die Spitze führen soll? Oder könnte auch danach noch was kommen? Auszuschließen ist das nie, aber ich glaube, die SPÖ hat Zeit genug. Sollte es eine Einigung muss es in irgendeiner Form geben. Da haben sie noch Zeit genug, viele Monate, dass sie sich konsolidieren und ein schlagkräftiges Team aufstellen für eine Nationalratswahl, vor allem gegen die FPÖ. Das wird dann der Hauptgegner sein. ÖVP natürlich auch, keine Frage. Aber jetzt gilt es einmal, eine Einigkeit zu erzielen, die wird erzielt werden. Die Frage ist, wer Sieger daraus hervorgeht. Also ist man sich nicht einig, wird ein möglicherweise wieder enges Rennen, wie es bei der Mitgliederbefragung war. Aber die Chancen für die SPÖ sind da. Sie müssen sich halt, egal wie das Ganze ausgeht,
müssen Sie halt versuchen, alle persönlichen Animositäten hintanzustellen. Ich weiß, das ist schwierig bei so vielen großen Egos, die sich da rumtreiben im Bereich, angefangen vom Herrn Ludwig über Herrn Doskozil, aber auch Babler, der plötzlich der Shootingstar ist und an dem das wahrscheinlich auch nicht spurlos vorübergeht, dass er jetzt so populär auf einmal ist. Also die müssen sich dann hinstellen und sagen, liebe Leute, genug gestritten. Wir müssen jetzt einmal an die Partei denken und an die Zukunft des Landes, weil wenn wir uns nicht zusammenreißen, dann haben wir hundertprozentig im nächsten Jahr schwarz-blau oder ja, schwarz, wie ihr das wollt. Ja? Und also das wird ganz wichtig sein für die SPÖ, nicht nur zu behirnen, ich glaube, das behirnen sie schon, aber dass sie sich dann auch in ihren persönlichen Kleinkriegen endlich einkriegen, ja, sozusagen, und sagen, so, jetzt ist, haben wir eine Entscheidung, die pickt. Wurscht, wer das jetzt ist, ob Doskozil oder Babler, und dass man dann geeint versucht, nächstes Jahr dann möglicherweise im Idealfall sogar Nummer eins zu werden. Haltest du es wirklich für realistisch, also selbst wenn jetzt, weil bei einem Herrn Babler wird es ja wahrscheinlich eher nicht so weit kommen, dass tatsächlich dann FPÖ-Wähler zur SPÖ auf einmal wechseln, aber bei einem Doskozil, ja, haltest du das für realistisch, dass man hier wirklich der FPÖ-Stimmen wegnehmen kann? Ja, das glaube ich schon. Also die SPÖ unter Doskozil, sagen wir es einmal so, die vereint ja Positionen, die durchaus dem FPÖ-Klientel entgegenkommt. Also es sind oft einfachere Menschen, die mit Teuerungen mehr zu kämpfen haben als andere. Da hat der Herr Doskozil, das ist durchaus umstritten, seine Konzepte, seine ökonomischen, wie tauglich die letztendlich sind, aber hat Maßnahmen gesetzt. 2.000 Euro netto Mindestlohn, naja, ich glaube, da könnten sich viele damit anfreunden, auch solche, die gerade die FPÖ wählen. Ja. Und abgesehen von diesen Dingen, aber auch bei der Pflege hat er durchaus ordentlich eingegriffen im Burgenland. Hinzu kommt eine pragmatische, nenne ich es einmal, Position zum Thema Asyl und Einwanderung, wo er sagt, restriktiv kann man auch sagen, was auch wieder den FPÖ-Wählern entgegenkommt. Ja, das ist ja nicht, Kickl treibt es ja, oder die FPÖ treibt es ja auf die andere Seite und sagt, die reden von Ausreisezentren und gar keiner darf rein und das und das. Und die sind noch extremer, ist klar, da geht, weiter rechts geht es nicht mehr. Aber dieses Papier, Kaiser-Doskozil-Papier, das immer wieder zitiert wird, das beinhaltet ja auch konkrete Vorschläge für die Migrationsfrage. Und da ist ja auch die Rede davon, dass man eben restriktiv vorgeht bei dem Thema Einwanderung, Zuwanderung, ja, aber, ja, also nicht für jeden und schon, wenn Bedarf besteht. Und das, wenn er das vernünftig kommuniziert in einem Wahlkampf, sollte er in die Verlegenheit kommen, traue ich ihm schon zu, dass er der FPÖ da einiges abnimmt. Und vorhin ist auch das Wort der Machtkämpfe gefallen. Wir haben es in den letzten Tagen auch wieder erlebt. Die Wiener Partei, die wollte, bevor es zu der Entscheidung gekommen ist, dass es jetzt zu einer Wahl der Delegierten am Parteitag kommt, zwischenzeitlich auch eine Kampfabstimmung eventuell bei der Mitglieder. Erstens, warum, doch auf der Seite von Doskozil gelandet, und hätte der dann tatsächlich die besseren Chancen gehabt bei so einer Kampfabstimmung der Mitglieder? Bei so einer Kampfabstimmung hätte definitiv Babler die besseren Karten gehabt. Babler, ja. Also, meinst du, ja, genau. Und ich vermute oder unterstelle den Wienern, die sich ja sehr stark für Randy Wagner positioniert haben, die dann als Erste ausgeschieden ist, also als Letzte, da spielt auch so Rachegelüste eine Rolle. Animositäten zwischen Ludwig, der hat natürlich auch eine Niederlage erlitten. Der hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Für Randy Wagner ist dann leider so weit, hat er sich rausgelehnt, dass er rausgeflogen ist quasi, bildlich gesprochen. Für den war das ein Tiefschlag und eine Niederlage. Und in den letzten Monaten hat sich schon abgezeichnet, eine Art Intimfeindschaft zwischen Doskozil und dem Wiener Bürgermeister, der sich sogar einmal über seine Recht, seine Stimme lustig gemacht hat, ja, also untergriffig wurde. Und ich gehe davon aus, dass diese Aktion der Wiener, die plötzlich gesagt haben, machen wir noch mal eine Mitgliederbefragung zwischen dem und dem, das war hundertprozentig einer Art Rachedurst geschuldet. Das schwöre ich, wirklich. Also da gibt es nichts anderes. Und jetzt gibt es halt eben eine andere Entscheidung. Doskozil war so weiter und hat gesagt, weißt du was?
sinngemäß dann, ja, und ich ziehe mich zurück. Ja. Und Andi, mach du das, weil es reicht mir. Und jetzt gibt es dann eben doch den ausgemachten Weg, den ursprünglichen, und die Delegierten entscheiden, 609 gibt es. Könnte sehr spannend werden, ja. Also es gibt ja viele, die sprechen davon, dass die Delegierten vielleicht eher zu DOSCO-Ziel tendieren könnten, aber ich höre schon heraus, Agmat erwiesen ist das jetzt noch nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, ja, ich glaube, das DOSCO-Ziel das gewinnen wird. Mhm. Aber Gmade Wiesen, wie unser Bundespräsident das auch schon einmal gesagt hat, ist das definitiv nicht. Wer hätte gedacht, dass der Herr Babler also sich plötzlich dazu entschlossen hat, das kam ja aus heiterem Himmel, ich kann mich erinnern, ich hab gehört, irgendein Gerücht an dem Tag, wo er sich dann positioniert hat, er sei einer, der sich bewerben wolle, ja, für dieses Amt, und habe ihm dann eine Nachricht geschickt. Er hat mir nicht geantwortet. Ich habe dann über einen anderen, den er angerufen hat, einen gemeinsamen Bekannten, hat gesagt, du hast den Babler gefragt, ob er sich bewirbt, und er sagt nein. Und am selben Abend hat er getwittert, er tritt an. Also da war auch irgendwas ganz, da muss auch, das war auch keine große Planung. Er hat sich dann offenbar von vielen bewegen lassen, du mach das, sind ja auch namhafte Leute wie Robert Menasse, Künstler, und haben gesagt, du mach das, wir brauchen wieder einen richtigen Linken in der Sozialdemokratie. Es hat eine Eigendynamik bekommen, und ich glaube, damit hat niemand gerechnet, dass der abseits dieser sogenannten Bubble dann auch so reagieren kann. Und deswegen glaube ich, zuzutrauen ist dem jetzt auch alles. Es wird sehr spannend, glaube ich. Aber in jedem Fall, also keiner von beiden, also weder Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil noch der Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler sitzen derzeit im Nationalrat. Da fragt man sich auch, wie wird die tägliche Arbeit jetzt auch dann weitergehen, wenn man sich dann für einen der beiden entschieden hat? Oder wird die Partei da eigentlich allein gelassen bis zur nächsten Nationalratswahl? Oder wie wird sich das gestalten? Naja, die haben schon, ich denke da jetzt vielleicht an den Max Liacher aus der Steiermark, also die haben schon gestandene Parlamentarier, die dann Klubobleute sein können. Das glaube ich, ist nicht das Problem. Also da gibt es genug Personal, dass die Julia Herr gibt es auch noch. Ich habe gehört, die würde bei beiden an Bord gehen, das ist die junge Klimasprecherin. Also das wäre nicht das Problem. Die Frage ist, kann man nach diesem Wahlgang oder nach dieser Entscheidung diese Gräben zuschütten? Schaffen die das wirklich, dass sie ohne Animositäten einander gegenübertreten, sagen, komm, jetzt machen wir es gemeinsam. Ich habe auch schon gehört, oder es ist auch gar nicht unkonkret, dass möglicherweise, sollte Doskozil das gewinnen, dass er dem Babler anbieten wird, komm an Bord, gemeinsam sind wir stärker. Was auch stimmt. Es wären jetzt ein paar Euro fürs Phrasenschwein. Aber das stimmt einfach. Mit dem Babler könnte der Doskozil dann irgendwelche linken Flügel abdecken. Randy Wagner hat sich zurückgezogen, das wird kein Störfeuer mehr werden, und irgendwann wird auch der Herr Wiener Bürgermeister aus seinem Schmollwinkel heraustreten müssen, ob es ihm passt oder nicht, im Sinne seiner großartigen Sozialdemokratie. Und noch zum Abschluss, am Bundesparteitag wäre es ja eigentlich theoretisch auch möglich, dass da noch ein ganz anderer von der Seite mitmischt, oder? Ich schließe in Österreich nichts mehr aus, also das haben wir schon. Seit Ibiza wissen wir, was passiert. Giraffen kandidieren, was auch immer passiert. Auszuschließen ist nichts, aber mit allen Experten, mit denen man spricht, die sagen, es ist, können sich nicht vorstellen. Höchst unwahrscheinlich ist der Name Christian Kern immer wieder aufgetaucht. Das war, soweit ich etwas einschätzen kann, auch nicht einmal unrealistisch eine Zeit lang. Aber der ist jetzt eindeutig im Lager von Doskozil gelandet. Und wird ihn dort weiter beraten. Also mir fehlt die Fantasie, wer diese vierte Person sein könnte. Ich weiß nicht, hast du schon nachgedacht drüber? Alles Mögliche. Alles Mögliche, ja. Bei mir kommt nichts raus, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube es nicht. Ja. Also es wird ein Showdown zwischen diesen beiden Herren. Und dann, ja, dann werden halt die Verhandlungen weitergehen. Und ein Christian Kern, also wann wäre der Zeitpunkt, du hast gerade gesagt, er bleibt jetzt als Berater beim Doskozil, das ist aber jetzt auch nicht so typisch Christian Kern, dass er nur Berater ist. Also wann wäre denn der mögliche Zeitpunkt, wo er sagen könnte, hallo, hier bin ich doch? Ja, der wäre schon gewesen. Also wir haben schon einige Male berichtet, dass er möglicherweise Ambitionen hat auf ein Comeback. So klar dementiert hat er es nie wirklich.
Aber als das ein paar Mal geschrieben wurde, hat er sich zurückgezogen und seitdem hält er sich auch zurück. Er kann er theoretisch sicher, kann er jetzt am 3. Juni hergehen und sagen, hallo, ich bin auch wählbar, ja? Bitte, bitte mal eure Stimmen. Ich glaube so nicht. Das, ich kann es mir nicht vorstellen, der Zeitpunkt ist vorbei. Sonst fehlt mir wirklich die Fantasie, welche Person das sein könnte. Das muss ja auch jemand sein, der eine Relevanz besitzt in der Partei oder irgendwo einen Namen hat oder irgendeine Aussicht, sonst ist es sinnlos. Wir sind wie immer gespannt, was passieren wird, werden es dann spätestens am 3. Juni erfahren. Vielen Dank, Erich Vogel, für deine Expertise. Sehr gerne. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.